Hallo und nochmals herzlich willkommen zu einem neuen Versuch eines Live-Videos mit Ton zu Teil 4 unserer Serie Betriebsratsbranding. Heute soll sich alles um das Thema Wahlwerbung und Wahlkampf im Betrieb zur Betriebsratswahl drehen. Und es geht um die Themen, welche Medien machen Sinn, dass man sie einsetzt, welche betrieblichen Medien darf ich nutzen, wer trägt die Kosten und wie setze ich die Medien für mich positiv ein. Wie immer Hinweise vorab. Zunächst einmal die Aufzeichnung könnt ihr natürlich später immer noch mal bei Facebook und auch bei YouTube abrufen. Sollte jemand zufällig live dabei sein, können auch jetzt noch gerne Fragen in den Chat gestellt werden. Ich hatte das jetzt nur ganz kurzfristig angesetzt, weil ich es euch halt gerne trotzdem live zur Verfügung stellen möchte. Und an dieser Stelle, in diesem Teil 4, weise ich ausdrücklich darauf hin, dass es sich hier bei meinen Videos um allgemeine Tipps handelt, um Hinweise, Informationen rund um die Betriebsratskandidatur. Das sind Tipps aus eigener Erfahrung, das sind Tipps aus meiner Erfahrung als Referentin, aus Wahlvorstandsseminaren, aus allen möglichen Dingen, die wir natürlich hier bei MD Mentoring machen. Und es geht hier nicht darum, eine Rechtsberatung zu machen, und diese Videos können eine Rechtsberatung und sollen sie natürlich nicht ersetzen. Wenn ihr also rechtliche Fragen zu den Themen habt, so wendet euch bitte an Rechtsanwälte, Gewerkschaften oder den Deutschen Gewerkschaftsbund oder ähnliche Beratungsstellen. Und das gilt grundsätzlich für alle meine Videos, die ich mache. Und jetzt möchte ich aber einsteigen und der Wahlkampf möge beginnen. Bevor im Frühjahr 2018 mehr als 100.000 Arbeitnehmer und Angestellte neue Betriebsräte wählen, heißt es im Vorfeld immer, der Wahlkampf ist eröffnet. Und zuallererst schon mal, man kann gar nicht früh genug beginnen. So nach der Sommerpause ist jetzt eigentlich die Zeit, wo man anfängt zu schauen, wie möchte ich mich positionieren. Wer will sich aufstellen lassen? Das gucken die Betriebsratsgremien und gehen jetzt und werben ein bisschen für Kandidaten. Und wenn ich mich natürlich schon entschieden habe und möchte kandidieren, dann sollte ich jetzt auch so langsam starten. Und es gibt zunächst die Grundaussage, Wahlwerbung und Wahlkampf sind grundsätzlich erlaubt. Aber was genau kann und darf man eigentlich und wie sieht es mit den Kosten aus? Darüber wollen wir jetzt hier sprechen. Starten wir zunächst einmal mit den Medien. Denn beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen geguckt, wie du auf dich aufmerksam machen kannst, wie du dich präsentieren kannst. Und jetzt möchte ich dir halt nochmal aufzeigen, dass es noch mehr Medien gibt. Es gibt halt ganz viele Medien, die du nutzen kannst und vielleicht auch solltest, weil so eine Mischung von Medien macht das Ganze natürlich ein bisschen interessanter, ein bisschen spannender. Wenn man also jetzt nur nicht dich irgendwie in Kollegengesprächen sieht, wobei das natürlich durch nichts zu ersetzen ist. Aber versuch doch vielleicht jetzt im Vorfeld einmal herauszufinden, welche Medien bei deinen Kollegen gerade in sind und was so genutzt wird. Ja? Und dazu möchte ich dir vielleicht hier, nenne ich vielleicht ganz sicher, eine kleine Auswahl einer Liste vorstellen von Medien, welche sich besonders gut für den Betriebsratswahlwerbung und Betriebsratswahlkampf eignen. Und du kannst dann natürlich selbstverständlich draus wählen. Also vielleicht so alle zu nutzen, wäre vielleicht ein bisschen viel, aber so 2, 3 miteinander zu kombinieren, macht Sinn und erhöht einfach auch die Spannung ein bisschen. Wenn man über Medien redet, ist das allererste immer das persönliche Gespräch. Aber darüber haben wir, glaube ich, ausführlich beim letzten Mal gesprochen. Und hier jetzt ergänzende Medien, die Sinn machen. Auch wenn man es nicht glaubt, es sind tatsächlich Plakate, die hier hochwirksam sind, nach wie vor. Und man kann natürlich auch Flyer oder kleine Handzettel machen. Und wir haben beim letzten Mal auch schon über das Medium Betriebsversammlungen gesprochen. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht näher drauf ein.
dann gibt es die Möglichkeiten, Infostände zu machen. Also man kann da einfach sich einen kleinen Tisch und legt da ein bisschen was an Material aus, das man sich besorgt. Ne, man kriegt überall Material im Moment im Netz, bei uns, bei Gewerkschaften, wo auch immer. Dann gibt es natürlich in den meisten Betrieben heute Intranet. Ne? Und da haben dann oft Betriebsräte schon Kacheln. Vielleicht gibt es eine eigene Wahlwerbungskachel. Da kann man sich mal erkundigen. Und dann kann man das natürlich auch nutzen. Und dann gibt es Videos. Ne? Ihr seht, das ist so das Kommende. Ich glaube, die meisten von euch gucken halt auch viel Videos, Tutorials sucht man sich, wenn man irgendetwas machen möchte, was man noch nicht so kennt. Und da bietet sich das an. Natürlich die anderen Social-Media-Kanäle wie WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, Snapchat, Instagram, ach, keine Ahnung, ihr kennt da wahrscheinlich sogar viel mehr als ich, weil ich nicht in allen präsent bin. Das ist selbst für mich und für uns hier gar nicht leistbar. Man kann aber auch auf Bewährtes wie E-Mails zum Beispiel zurückgreifen. Wichtig ist zunächst, egal welche Medien du miteinander kombinierst, egal welche du nutzt, denk immer daran, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Deine Wiedererkennung ist wichtig. Benutze also immer die gleichen Farben, Schriften. Wenn du deinen Slogan hast, ist es natürlich toll. Wenn der immer wieder auftaucht, so prägt er sich auch ein. Ja? Und denke daran, niemand wird gewählt, den keiner kennt. Natürlich ist man in seinen eigenen Bereichen bekannt. Aber das allein wird nicht reichen, um bei einer Betriebsratswahl sehr gut abzuschneiden. Das heißt, du musst dich bekannt machen. Und deswegen erlaubt der Gesetzgeber auch, dass sich Kandidaten zur Betriebsratswahl vorstellen und für sich werben. Und ich habe eben schon mal so ganz kurz angesprochen, Plakate haben sich hier prima bewährt. Und du solltest aber mindestens 6 bis 8 verschiedene Plakate machen, wenn du dich entscheidest, Plakate zusätzlich zu nutzen. Und warum so viele? Ganz einfach. So kannst du bis zur Wahl immer wieder neu und aktuell für dich werben. Also nichts ist langweiliger, als wenn du jetzt Ende September oder Anfang Oktober ein Plakat aufhängst und das hängt dann bis März oder April, wann auch immer ihr wählt, und da passiert nichts weiter. Du willst ja im Gespräch bleiben. Überrasch deine Kollegen mit neuen individuellen Plakaten. Und du kannst bei diesen Plakaten ruhig ein bisschen provozieren. Du kannst was Witziges machen. Du kannst auch rein informativ auf den Plakaten sein. Ich stell dir mal so ein paar Beispiele vor, die vielleicht ganz positiv ankommen. Man kann zum Beispiel ein Plakat machen, das wie eine Stellenanzeige für den Betriebsrat gestaltet. Und das füllst du dann halt aus und bewirbst dich praktisch auf diese ausgeschriebene Stelle im Betriebsrat. Du kannst Plakate machen mit Zielen für dich als Betriebsrat, was du dir vorgenommen hast, wenn du denn Betriebsrat bist. Oder du kannst auf Plakate kleine Umfragen machen, ja, 1, 2 Fragen drauf und dann mit den Smileys lächeln, neutral und traurig oder wütend, einfach den Kollegen die Möglichkeit geben, das anzukreuzen. Oder du kreuzt es selbst schon an. Du kannst Plakate auch zu deinen Konkurrenten machen. Es gibt eigentlich nichts, was du an der Stelle nicht machen kannst, sondern es gilt, je außergewöhnlicher, umso mehr Aufmerksamkeit erreichst du damit. Es gibt hier natürlich Grenzen. Ne? Also ich habe eben gesagt, du kannst eigentlich machen, was dir einfällt. Achte mal auf die Plakate zur Bundestagswahl. Ich weiß, die sind in aller Regel nicht sehr witzig, aber schau einfach mal aus einem anderen Blickwinkel drauf. Schau einfach mal darauf, was spricht dich an diesen Plakaten. Und was eben nicht. Und dann versuch's einfach ein Stück weit besser zu machen. Die Grenzen bei Plakaten oder bei jedem Medium, was du dir aussuchst, ist natürlich, dass man niemals beleidigend oder unwahr werden sollte.
Weil selbst wenn das im Moment vielleicht Aufmerksamkeit erregt, das kommt wie ein Bumerang zurück. Und ich glaube, das braucht niemand für den Wahlkampf. Und neben den Plakaten gibt es dieses Mal, so beinahe eigentlich zum ersten Mal, die Möglichkeit, dass man Videos als Medium für die Betriebsratswahl nutzt. Ich mache ja im Moment eigentlich nichts anderes, ne? Ich benutze diese Videos als Werbung für mich. Weil natürlich möchte ich, dass, wenn euch diese Videos gefallen, wenn ihr mich hier kennenlernt, dass vielleicht der eine oder andere, der später hier gewählt wird, aufgrund der Tipps vielleicht auch, dass ihr dann kommt und unsere Seminare besucht. Und Videos sind so ein Medium, wo man ohne große Kosten und ganz easy was machen kann. Ihr könnt eure Videos einfach mit eurem Handy drehen und die Videos dann über die verschiedensten Kanäle zur Verfügung stellen. Ihr könnt sie per E-Mail versenden, ihr könnt sie bei YouTube in einem eigenen Kanal verwenden. Ihr braucht natürlich zunächst ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, da sind wir wieder bei dem persönlichen Gespräch. Oder ihr macht vielleicht auch ein Plakat mit Hinweis zum Video. Egal, was ihr macht, wichtig ist, dass ihr euren Wahlkampf plant und die dazugehörigen Medien. Macht euch so etwas wie, wir nennen das hier bei uns einen Redaktionsplan. Ja, da steht also drin, was wollen wir wann machen. Ne? Da sind jetzt die Termine festgelegt, wann wir die nächsten Videos machen, wann wir Sprüche oder Zitate veröffentlichen. Und dann gucken wir natürlich tagesaktuell, was gibt's Spannendes, was vielleicht Betriebsräte interessiert. Und das würde ich dir halt auch empfehlen. Achte darauf, was gibt's in Zeitungen, im Internet, ja, an neuen Meldungen, wo man vielleicht denkt, Mensch, das wäre halt vielleicht für uns ja auch spannend. Es gibt immer wieder Urteile vom Bundesarbeitsgericht, die vielleicht auch hinweisführend für euren Betrieb sind. Denkt also dran, fangt an, jetzt euch vorzubereiten auf die Wahl, weil diese Dinge brauchen Zeit. Egal, ob ihr Plakate macht, ob ihr Videos macht, ihr müsst euch natürlich überlegen, was will ich transportieren, was ist meine Botschaft? Und gerade wenn man solche Dinge nicht täglich macht, dann sind sie in der Vorbereitung doch ein bisschen aufwendig. Und ihr sollt ja halt mehr machen als nur einen Beitrag, weil einer wird wahrscheinlich nicht so ganz reichen. Hier ist es natürlich ganz super, wenn du Mitstreiter hast, weil gemeinsam machen solche Dinge einfach viel mehr Spaß und man ist natürlich auch viel kreativer, weil man sich zumeist gut ergänzt. Also wenn ihr schon im Betriebsrat seid, dann guckt doch, ob ihr da Kolleginnen und Kollegen gewinnt, die euch da unterstützen und mit euch gemeinsam da etwas machen. Ganz, ganz wichtig hierbei ist, versucht bloß nicht zu perfekt zu sein. Niemand verlangt das und man soll ja auch merken, dass ihr das gemacht habt und nicht der Marketingprofi um die Ecke. Ich habe natürlich im Vorfeld zu diesen Videos auch darüber nachgedacht, lasse ich das alles professionell aufnehmen und einen ganz tollen Hintergrund und sowas alles. Aber ich habe mich dann entschieden, es genau so zu machen, live aus meinem Büro und damit ihr einfach seht, es ist in Ordnung, das so zu machen. Und ihr wollt kandidieren bei euren Kollegen. Und ich habe zu diesem Thema Perfektionismus so einen kleinen Lieblingsspruch und der lautet, nur Nullen sind rund, alles andere hat Ecken und Kanten. Und ganz ehrlich, wer will schon eine Null? Ja, also es dürfen Fehler passieren. Ihr seht, mein Video von gestern hatte keinen Ton. Dann setze ich mich eben hin und mach's nochmal. Ja, natürlich geht alles viel professioneller. Aber ich glaube, Rückmeldungen geben mir hier an der Stelle auch recht, dass mich Betriebsräte anmelden und sagen, boah, klasse und finden wir schön, das ist gut, dass du das so machst und eben nicht so dieses trockene Paragraphengereite, sondern echte Tipps, die wir versuchen auch umzusetzen. Und ich kann euch sagen, es macht Spaß. Und ich hoffe, man merkt so bei den Videos auch bei mir, dass es sich weiterentwickelt. Ja, und wenn ihr nicht selber was machen wollt und vielleicht in der Gewerkschaft seid, dann könnt ihr auch darauf zurückgreifen, denn auch Gewerkschaften dürfen, wenn sie organisierte Mitglieder im Betrieb haben, da Wahlkampf machen.
Die machen es dann oft auch noch mit irgendwelchen Materialien, Kugelschreiber oder Blöckchen oder weiß der Henker, was sie sich einfallen lassen. Ich hoffe nur, dass niemand einen Betriebsrat wählt, weil er von irgendjemandem einen Kugelschreiber bekommt, sondern mir ist halt viel wichtiger, dass ihr eure Inhalte transportiert. Dann gibt es jemanden, der keine Wahlwerbung machen darf, und das ist natürlich der Arbeitgeber selber. Ja? Und das gilt sowohl für offene als auch für versteckte Wahlwerbung. Also der Arbeitgeber darf nicht irgendwelche Mitarbeiter unterstützen, indem er sie vielleicht sponsort mit tollen Materialien und hohen und Hochglanzfotos oder sowas und andere nicht, sondern wenn er für Kandidaten für die Betriebsratswahl etwas macht, dann muss er das allen, die sich da zur Wahl stellen wollen, zur Verfügung stellen. Er darf auch nicht offen irgendwelche Listen ins eigene Listen ins Rennen schicken. Das ist tatsächlich ein Gesetzesverstoß, der geahndet werden kann. Und was man halt auch nicht darf, ist, dass Wahlwerbung beleidigend ist. Das habe ich eben schon mal ganz kurz gesagt, dass ihr das nicht tun sollt, aber grundsätzlich darf sie nicht beleidigend sein. Und sie darf auch den Betriebsablauf nicht massiv stören. Dann wäre es auch wieder ein Gesetzesverstoß. Also wenn ihr den ganzen Tag rumrennt und die Leute von der Arbeit abhaltet, weil ihr ihnen irgendwas in die Hand drückt oder mit ihnen nur noch über die Betriebsratswahl quatscht, ne, dann ist das nicht so das Richtige. Grundsätzlich findet Wahlwerbung üblicherweise außerhalb der Arbeitszeit statt. Ihr dürft also in euren Pausen werben oder auch vor und nach Arbeitsbeginn, auf dem Weg in die Kantine oder im Eingangsbereich eures Betriebs. Ihr könnt wahrscheinlich die schwarzen Bretter nutzen und dort eure Plakate positionieren. Und hier kommen wir dann so langsam zu dem Thema Kosten. Wie sieht es mit den Kosten aus? Grundsätzlich ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, hier große Wahlwerbeaktionen zu finanzieren. Meist wird er aber kleinere Handzettel und Flyer, die ihr selbst gestaltet, bezahlen oder zumindest zulassen, dass ihr sie auf den betriebseigenen Druckern, Kopierern vervielfältigt. Denn irgendwie müsst ihr euch ja bekannt machen. Der Gesetzgeber sagt, ihr dürft euch auch bekannt machen. Und deswegen dürft ihr natürlich auch an vorgegebenen Stellen eure Plakate oder Flyer oder was auch immer auslegen. Schön ist natürlich, wenn es bei euch schon einen Betriebsrat gibt, der weiß dann schon, wie es geht. Vielleicht gibt es einen Infostand im Foyer, ne? Da kann man sich vielleicht anschließen oder eben auch, wenn man sich davon ein bisschen abheben will, auch was Eigenes machen. Wichtig ist, erkundigt euch jetzt vielleicht schon mal. Und vielleicht wisst ihr ja auch, wie das beim letzten Mal, ich meine, es ist 4 Jahre her, wie sind bei euch beim letzten Mal die Wahlen gelaufen? Was ging da? Was wurde beworben? Wie wurde das gemacht? Fragt nach, ja, beim Betriebsrat, beim Arbeitgeber, weil im schlimmsten Fall kann der Arbeitgeber die Nutzung der betriebseigenen Kommunikationsmittel auch verbieten. Und dann solltet ihr da auch die Finger von lassen, weil im schlimmsten Fall würde dann vielleicht eine Abmahnung drohen und spätestens dann wären wir wieder im Thema Rechtsberatung. Ich denke, etwas geht immer, ja, und ich glaube, es ist ja auch nicht so schwierig, ein Plakat zu Hause auf dem heimischen Drucker zu machen, mit den Handys außerhalb der Firma ein nettes Video aufzunehmen. Und dann müsst ihr halt nur noch gucken, wie ihr es verteilt bekommt. Und die Verteilung, ne, man kann halt diese Videos dann auch noch per E-Mails verschicken oder was einem auch immer einfällt. Das war's dann auch für heute. Ich könnte zwar noch stundenlang weitermachen, aber zu viel soll es dann ja auch nicht werden. Ich hoffe, du weißt nun, wie Wahlwerbung und Wahlkampf im Betrieb geht und was du darfst. Und wenn nicht, frag einfach nochmal nach. Wir stellen euch auch gerne hier noch was zur Verfügung. Fragt einfach bei uns an und dann kriegen wir das sicherlich hin. Ich schaue ganz kurz in den Chat, obwohl ich kaum glaube, dass da jemand ist, weil es ja jetzt sehr kurzfristig war. Nein, scheint auch nicht so zu sein.
Also gerne im Nachhinein. Ne? Hört es euch an, schaut es euch an und wenn ihr Fragen habt, meldet euch und wir werden wie immer versuchen, alle Fragen zeitnah zu beantworten. Gut, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich hoffe, dass dann mal wieder direkt live klappt und bin ganz gespannt, ob mein Ton diesmal mit übertragen wird. Das nächste Video wird ausgestrahlt am 12. September um 11 Uhr. Ich bin Marion und freue mich, wenn ihr dann wieder ganz live dabei seid und natürlich über viele Likes und Teilen. Also wir haben schon eine wunderbare eine Rate, wie die Videos ausgeliefert werden. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, bei 4.500. Aber es dürften noch ein paar Klicks und ein paar Likes und ein paar Teilen mehr sein. Das ist dann so euer Beitrag zu meinen Videos. Ich freue mich darauf. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.